Albtraumhafte Horrornacht des Grauens. Ein bläulicher Schein leuchtet durch den Raum und wirft lange Schatten an die Wände des sonst dunklen Zimmers. Das Licht wird begleitet von einem unregelmäßigen, mechanischen Surren, das fürchterlich unerträglich klingt und es mir unmöglich macht, einzuschlafen. Ich schließe die Augen und versuche, die Geräusche und das Licht auszublenden. Es gelingt mir, das Leuchten auszublenden, das Rattern bleibt. Ich halte mir die Ohren zu. Geschafft. Auch die Geräusche sind nun ausgeblendet. Nach 2 Minuten wird es mir zu unbequem, mit Fingern in den Ohren zu schlafen, und ich ziehe die Finger wieder heraus. Ich versuche, die Geräusche anders auszublenden. Das bilde ich mir nur ein. Da sind gar keine Geräusche. Das bilde ich mir nur ein. Es klappt nicht. Solange diese Geräusche noch da sind, fühle ich mich dazu gezwungen, die Augen in regelmäßigen Abständen wieder zu öffnen, um nach dem Rechten zu sehen. Das Licht ist immer noch da. Und die Geräusche auch. Verdammter Computer, was muss der auch mitten in der Nacht Updates installieren? Wenn ich abends nach 5,5 Stunden Horrorfilme schauen feststelle, dass es schon 3 Uhr nachts ist, dann will ich pennen, verdammt! Aber nein, der feine Herr PC hat eine bessere Idee und möchte lieber Updates installieren. Ich halte das nicht mehr aus, möchte wissen, wie weit er mit der Installation gekommen ist und springe aus dem Bett. Update 2 von 7 wird installiert. Super, Junge, du hast dich ja richtig beeilt. Ich nehme einen großen Pappkarton und stülpe ihn über den Monitor. Das wäre erledigt, aber die Geräusche sind ja eigentlich das viel größere Problem. Wie gut, dass es dafür Ohrenstöpsel gibt. Ich schleiche also ins Badezimmer, um mir ein paar davon zu holen. Ich will meine Familie nicht wecken, deshalb mache ich das Licht im Bad nicht an. Ich weiß ja auch so, wo die Ohrenstöpsel sind. Der Griff des Badezimmerschranks fühlt sich etwas seltsam an. Ich öffne die Schublade und nehme mir 2 Ohrenstöpsel heraus, aber die sind ja nass. Das beunruhigt mich. Ich schalte jetzt doch das Licht ein. Und was ich sehe, entsetzt mich. Aus dem Schrank rinnt Blut. Überall Blut. An den Griffen, in den Fächern, an meinen Ohrenstöpseln. Jede Menge Blut. Hallo. Ah! Vor mir, in der Badezimmertür, steht eine bleiche Gestalt. Sie hat zerzauste Haare und trägt einen weißen Kittel, der vor Blut nur so trieft. Überall sind Blutspritzer. Es klebt ihr an den Händen. Sogar in ihrem Gesicht ist ein bisschen Blut. Es läuft ihr an den Beinen runter bis zum Boden. Sie hinterlässt eine blutige Fußspur. Alter, erschreck mich doch nicht so, sage ich zu meiner kleinen Schwester und wundere mich, wie sie bei so viel Blut so ruhig bleiben kann. Dann kommt mir der Gedanke, dass das vielleicht gar kein echtes Blut ist. Meine Schwester wird echt auch immer fieser. Früher war sie noch nicht so, aber jetzt, das muss sie von mir haben. Vermutlich ist das nun ihre Rache wegen damals, als ich ihre Schultüte am ersten Schultag mit Kunstblut gefüllt habe. Oder damals, als ich meine selbstgeschreinerte Streckbank an ihren Kuscheltieren ausprobiert habe. Oder damals, als ich mit der Axt... Ich schweife ab. Nun steht da jedenfalls dieses Mädchen vor mir, mit einem blutgetränkten Ohrenstöpsel in der Hand. Moment mal, da kommt mir gerade der Gedanke, dass... Nein, 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 nee, das gibt's doch jetzt nicht. Alter, ich fass es nicht. Och nö, jetzt echt, nö, super, super klasse, wirklich toll gemacht, Mädchen. Fantastogigantisch hat meine kleine Schwester dann auch mal endlich ihre Periode bekommen. Aber dass die so dumm ist und Ohrenstöpsel mit Tampons verwechselt, hätte ich echt nicht gedacht. Boah, Alter, wieso gucke ich eigentlich Horrorfilme? Das, was hier abgeht, ist ja noch viel brutaler. So viel in einer Nacht packe ich nicht. Ich gehe wortlos an meiner Schwester vorbei und biege in mein Zimmer ab. Vorsichtshalber schließe ich meine Zimmertür ab. Wer weiß, was da sonst noch kommt. Als ich auf meinen PC-Bildschirm gucke, ist er schwarz. Kein Lämpchen leuchtet, kein Motor summt. Halleluja, die Updates sind fertig installiert. Das hebt meine Laune dann doch wieder beträchtlich. Beruhigt lege ich mich in mein Bett und schlafe ein. Und in meinen Träumen wird mir sofort klar, dass meine Schwester morgen 1 Kilo Reiszwecken in ihrer Büchertasche haben wird.